Wir kommen zurück, Freunde, wir haben nicht viel Zeit, wir müssen nämlich hier einen Quest abschließen, ganz vergessen. Wer ist schuldig? Kaufmann, Angestellter, Prozess, der Kaufmann, Angestellte sicher nicht. Geld des Kaufmanns annehmen, nein, Bestechung! Uff, Alter. Ihren Befehl. Das Das war knapp. Verwalteramt kommt mit einer großen Verantwortung. Ich hoffe, das ist keine zu große Bürde für Sie. Das war knapp. Das war knapp, das wäre beinahe schief gegangen. Alter Schwede. Fällt mir gerade mal so ein, als ich hier gucken wollte. Also als letzte Folge abgespeichert haben, dass mir so. Nein! Also, ich habe hier kurz nachgeguckt, ich habe es nicht gefunden, was genau sein soll. Billigen Verwaltung aus einem beliebigen positiven Erlass, also das Item, aber ich habe sowas nicht, Freunde. Ich wüsste nicht, wo ich das irgendwie kriegen könnte. Ich meine, klar, kann man hier noch in die alte Welt gucken, ob er mir hier irgendwie noch ein Item verkauft. Der König ist tot. Okay, lange lebe die Königin. Majestät ist nicht zugegen, nur für den Fall, dass sie selbiges zu hoffen wagt. Die Waffenruhe wurde beendet. Ich meine, es geht um einen Erlass. Wortwörtlich ein Erlass. Nichts anderes. Klar, es könnte auch irgendwie ein anderes Item hier sein. Partitur anraten unter dir, ja. Toleranz, Sympathie, Verständnis, eine gute Verdauung. Ja. Wie gesagt, kein Plan, was ein Item sein soll. Ich habe sowas zumindest bei mir jetzt nicht. Aber von dem haben wir schon lange nichts mehr gehört. Sie sind eine geradezu vielschichtige Persönlichkeit. Danke, dass du öfters. So, also zum einen, meine Kohle sinkt ein bisschen, deswegen muss ich hier eben doch wieder mal Inselabteil abkaufen. Erst bitte ich Sie. Alles klar. Dann hier oben Inselanteile. Kummersbach. Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ihr redet gerne wieder. Weil ich kann ja bienen. Insel. Kein Wunder, dass Sie dazu schlagen. Ja, du kennst mich halt, nicht wahr? Moment, Moment, Moment. Willst du bitte nochmal ganz kurz zurückkommen? Du hast die Kackkanone nicht abgeliefert. Ach, so geht's hier mal nicht, Junge. Der macht, was er will. Und nicht das, was ich will. So. Jetzt kannst du weiterziehen. Wobei ich ihn noch nicht ganz verstehe, was jetzt hier eigentlich mit... was eigentlich hier genau passiert. Die soll eigentlich... Okay, gut. Das wird ein bisschen schwierig. Das gebe ich gerne zu. Ich könnte aber auch den einfach löschen. Hätte man gekonnt. Naja. So. Jetzt sehen wir natürlich direkt, dass ich hier ein kleines Problemchen habe. Konsumgüter. Der Welt. Ich packe mal den rauf, weil ich hasse das, wenn es irgendwie falsch sortiert ist. Er hat aber noch ein bisschen pingelig, ich weiß. Sicherlich auch eine Schwäche von mir. Ab und an darf ich auch mal eine Schwäche haben, Freunde. Aber egal. Weil ich muss natürlich jetzt zugeben, also. So viele Kanonen brauche ich jetzt doch nicht. Irgendwie. Jedes Mal 10 liefern reicht, glaube ich. So. Schon besser. Gut. Das hätten wir. Das hätten wir. Dann machen wir mal die Hauptquest ein bisschen voran. Zum einen das. Sind oh, also direkt. Dann machen wir mal hier noch weiter. Da habe ich jetzt, wie gesagt, keine Ahnung, was das für ein positiver Last oder etwas sein soll. Schicksalhaft auf der Sperr von Angriff, das machen wir später. Wir können uns erstmal um Wahade schauen. Pflanzen der Feldfrüchte, wenn sie sich an Kiria oder fehlende Rinder. Der Hirte. Ich habe sie mit Wild versorgt, aber die Kinder brauchen Iatet, Ziegenmilch.
Vielleicht können uns die Priester von Kidusi etwas abgeben. Vielleicht. Mach mal das hier. Ich habe die Kräuterkunde von meiner Wahiyit gelernt. So wie Sie von Ihrer. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Hm? Stand da gerade was von Ihrem Sohn, Dingsbums hier? Biniam, oder wie der heißt? Der hier? Ja, hallo? Ah. Ich sehe, das ist ein heiliges Gewächs, aber auch von großem Nutzen. Seine Wurzeln reichen tiefen alten Boden fort und fruchtbar. Okay. Schöne Geschichte, bringt mir nicht viel, aber hey. Orangenbaum. Der Schatten in der frischen Luft, die der Orangenbaum spendet, sind sehr angenehm. Das glaube ich gerne. Eine unerwünschte Lieferung. Doch ich hatte gehofft, Taborim würde solche Biester nicht brauchen. Ich hoffe es noch immer. Ihr auch. Ich bezichtige Sie nur ungern der Untreue. Ein neuer Auftrag? Oder dann tu's einfach nicht. Problem gelöst. Hat das Volk von den Besern nicht schon genug gelitten? Es muss einen anderen Weg geben. Einen Kompromiss. Ein Treffen. Seien Sie vorsichtig. Ich werde Sir Archibald eine letzte Gelegenheit geben, seine Meinung zu ändern. Bringen Sie dieses Geschenk zu ihm. Ich bin sicher, er wird die Botschaft verstehen. Hm, und sie baut ja ein bisschen Teffern. Schiff unter Beschuss. Bereit für den Einsatz. Okay, ich verpiss mich. Vom Wachstum der Pflanzen ab. Orangen-Issets, Grasland, dunkle Issets. Aber die Wahrheit ist trocken und braucht mehr. Flotte beginnt Geleitschutz. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Dagegen habe ich jetzt primär mal nichts. Im Prinzip zumindest. So, ich bin zum Glück ein bisschen schneller. Zum Glück habe ich Wind, hey. Also Rückenwind in dem Sinne. Ein neuer Auftrag. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, das wissen wir. Mal ganz kurz wenden, um den anderen ein bisschen anzulocken. Flotte erwartet Befehle. Und plötzlich verzieht er sich. Schiffe wie. Jetzt denkt er sich auch, nö, da aber kein Bock drauf, nee. Flotte beginnt Geleitschutz. So. Gehst du trotzdem mal ganz kurz hier hoch? Ja, das mit dem Bienenstock, das Bienenstock mit Brief wird. Was soll das jetzt? Genau wie Fisch fangen, gehst nach einigen Tagen an zu stinken. Was? Genau wie Fisch fangen, gehst nach einigen Tagen an zu stinken. Kaiser Tier möchte sehr anscheinend einen Bienenstock schenken, um ihm die Eintracht und Unabhängigkeit im Wesen zu verdeutlichen. Die Bereitschaft seines Volkes und seine Heimat zu verteidigen, soll das provoziert werden. Ey, Mann, provozierst du mich? Provozier mich nicht, Mann. Etwa so. Also, müssen wir hier noch irgendwelche Dinge abholen. Und das noch. Okay. Gut. Geht's aber doch ganz gut voran. Sehr schön. Ich bin doch eigentlich auch mal so weit stehen geblieben, dass ich hier noch ein bisschen, meine Waren exportieren bzw. verschiebbaren oder woanders hinstellen wollte. Hier sieht soweit ihm noch gut aus. Ich frage mich, ob ich noch ein paar Gebäude noch upgraden könnte. Welches? Ah, der Idiot schon wieder. Naja. Genau, Imbesa. Upgraden. Ah. Vielleicht nicht nur upgraden, sondern auch mal ein paar neue Häuser bauen. Wäre nicht so eine schlechte Idee. Machen wir eine etwas längere Häuserreihe.
So, aber die Feuerwehr soll da problemlos hinkommen. Muss also noch im Gebiet sein. Jo. Ihr seid doch sonst soweit zufrieden, wa? Genau, Laternen fehlen, hier fehlt das noch. Zu unserem Schutz gab ich ihm den Namen Emmanuel. Boah, schöner Name. Also, blabber zumindest, so wie es jetzt gerade klang. Frisches Ingera. Also, bringt gar nichts, sehr gut dann. Gehen wir erstmal hier hin. Ansonsten gibt's noch viel zu sagen, zu tun? Nee. Hier wäre ja auch mal gewisse Dinge vorbereitet. Von einer Stadt wie unserer, in der alles gut war. Ja, genau, die Gewänder hier in exportieren und so. Generell halt Waren, wie das mit der Hibiskuspflanze. Nach Sternheim exportieren, wenn wir mehr Platz Taburime hätten und so. Ja, später gerne mehr. So, warte mal. Wir haben doch... Genau, das sind ja die Häuser, die jetzt hier im Einzugsgebiet sind. Die auch ein bisschen verschieben. Nun, Theka hat sie für seine zoologische Studie im Bessas untersucht. Also können Sie sie nun gerne haben. Danke. So, das gefällt mir. Okay, der wird ein bisschen eng, aber das kann man ja hoffentlich mit einem weiteren... Dann machen wir zwei. Hirtenhäuser noch abkürzen. So. Sehr gut, sehr gut. Dann. Der hat da also etwas dabei. Dann gehen wir ganz kurz noch hier runter. Weil hier haben wir ja noch etwas. War ein bisschen schneller. Weil es gerade die schnellsten sind. Diplomatie. Ja, eben das mit. Das wird daher wohl einfach nix. Schade. Die Königin ist noch jung, ihre Herrschaft sollte nicht so schrecklich sein, wie sie jetzt ist. Es geht eigentlich nur um Politik. Also was heißt nur? Das muss schon hier sein, wa? Irgendwo anders so ein Erlass? Das bringt nichts. Mal so kurz machen. Ist es falsch, sich nach mehr zu sehnen? Da hat er mir jetzt nur gerade, vielleicht bringt ja was, vielleicht passiert irgendwas. Warte mal, ist denn überhaupt etwas, was ich im Rathaus machen muss? Eine beliebige Verwaltung. Also könnte überall sein. Problem ist halt, ich habe keine Items mehr, scheiße. Hier unten sowieso nicht. Da. Da lässt sich wohl nichts machen, wa? Wo nichts machen, er hat doch hier bereits genau einen Tag gekauft. Gab mal noch ein zweites. Also. Sie können sich ein klein. Doch. Ich kann mir vieles leisten, Freundchen. Sehr vieles sogar.
Die Priester haben einen Leibwächter, der darf. Ah ja, der Eingang zum Friedhof. Stimmt, das war das in der letzten Folge. Genau, das habe ich jetzt komplett wegen Gedusini Toni. Vorletzte Folge, sorry. Aber da habe ich jetzt komplett wegen Gedusini Toni, wegen dieser Special-Folge komplett vergessen. Der Eingang zum Friedhof ist übrigens hier. Friedhofspforten. Bis den mal entdeckt hat, der alter Schwede. Ach ja. Machen wir später. Erst war Deja. Iwaha ist ein Ort der feurigen Sande und hitzigen Qualen. Ich kenne kein Arut, das solche Extreme ertragen könnte. Aber vielleicht gibt es solche Rinder. Das reicht, um die Waha mit neuem Leben zu füllen. Kommen Sie. Ich zeige Ihnen den zugedachten Platz für jede Pflanze. Kidusiani Toni, ein Handbuch im Wesen, Fauna. Ziegen, freundlich alles Weißle in Herden. Oxantilopen. Den Herden, sagst du. Können eine Woche lang ohne Wasser überleben. Oh, könnte das ein hitzeverträgliches Tier sein? Offenbar schon, ich hab's gerade. Alter, ich wollte einfach nur hier mal ganz kurz. Hier, wenn die Bücherei gucken, plötzlich. Was denn da? Kann ich da noch nachlesen? Ja. Okay, hier ein Konto von Wade. Ja, gut, aber wo hab ich sowas? Hast du was überhaupt irgendwo? Es ist schwer vorzustellen, wie es sein muss, keine Familie mehr zu haben. Schwach, traurig und allein. Wir sollten uns um die Ältesten kümmern, die niemanden mehr haben. Sehr gut, unterstütze ich. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Schon? Ein Stabfest läuft noch. Ups. Ich dachte schon, hier wäre alles so cool, weil habe ich einfach geirrt. So kann man sich irren. So. Zweimal Brillen? Hä? Da, wenn der jetzt zweimal Brillen bringen müsste, bringt die nur eine. Da mit dem scheiß Glas noch, okay. Ist halt die Frage, hat er das Glas jetzt gebraucht oder nicht? Ja, nur nicht so viel. Hä? Statt 50 konnte er nur so wenig mitnehmen? Moment. Was ist los, Freunde? Was habt ihr mit dem Glas gemacht? Was mit meinem schönen Glas passiert? Hey, habt ihr für... Okay, vergiss es. Das soll mal einer verstehen hier. Hier. Genau, da muss ich jetzt also das Teil holen. Da ist was anderes. Dann gehen wir mal. Hier ist die andere Quest. Route eingezeichnet. Ich wollte sagen, habe ich überhaupt so ein Viech? Ich habe eine Ziege. Ranggebieten von Kitemas Insel. Die Belohnung ist wohlverdient. Okay. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Das sind Knus. Sie geben, so belohne ich. Danke. Die Waffenruhe wurde beendet. Ah, hier. Da sind die Viecher. Ein Zeichen der Anerkennung von unserem Land und seinem Kampf. Ja, weil ich hab gar keine. Das ist wie so eine Sache. Steuermann. Das Mahedsch-Rind verträgt die Hitze sehr gut. Dieses Tier muss man einfach lieben. Okay. So quasi. Ah, du verträgst Hitze gut. Okay, dich liebe ich jetzt. Hä? Da
Das Stadtfest im Movist ist vorbei und deswegen sinkt die Kohle, die Einnahme ist nicht mehr so attraktiv, ja. Das geht mir auch so, wenn mein Stadtfest vorbei ist, bin ich auch nicht mehr so attraktiv, was? Okay. Wobei, viel hat es in den Tank gebracht. Ja, Movist ist eh eine kleine Insel, insofern. Das klappt schon, Freunde, das klappt schon. So, hier haben wir eigentlich relativ viele neue Arbeiter. Whatever, haben wir eigentlich noch genug? Die Ziegenmilch, die Ziegenmilch. Die Bienen aus Enbesa sind gutmütig. Doch sie dulden es nicht, wenn schlecht mit ihnen umgegangen wird. Ja, das geht mir auch so. Ein zufriedenstellendes Ergebnis, hoffe ich. Der Erfolg ist eines Enbesaners würdig. Sind Sie bereit? So, was sehe ich hier? Ziegenmilch ist im Arsch. Kann nicht sein, ich hatte doch irgendwie 300% und so. Das muss ein Fehler sein. Da kommt schon gut. Das muss ich nur, weil ich ja eben irgendwie Ziegenmilch auch abgegeben habe oder so. Da haben wir jetzt aber plötzlich viele, viele Dinge dabei. Setz die Segel. Also, wir können mal gucken. Ich würde sagen, es passt ein bisschen. Kompromissloser Journalismus. So, warte mal, seine Quest auch gleich vorbei. Und solange ich bei ihm noch kein Schiff versenkt habe, will er keinen Waffenstillstand. Woher nehmen Sie diese Feuerkraft? Keine Ahnung. Damals in den Minen hätten Sie keinen Tag überlebt. Ja, super. Wenn ich wusste, was er mit seiner Scheißquest meint. Forderung 130.000, leck mich am Arsch. Sorry, Freundchen, du bist derjenige, der mir den Krieg erklärt hat, dann kannst du mir auch ein bisschen mehr entgegenkommen, also sorry. Ah ja, da war ja was. Dann schauen wir mal. Der Sandwirbel. Eine solch grüne Landschaft. Binyam züchtet Pflanzen nicht so gern wie ich, aber ich glaube, er würde zustimmen, dass wir hier Großes geleistet haben. Oh, ernsthaft? Der Jab ist ein heiliger Vogel, bekannt für seine Schönheit und Hunger auf Insekten. Erfülle unser Herz mit Hoffnung und bring uns einen Jab in die Waha. Wieso war es, wir machen es anders? Ich habe keinen Bock, jemand da runter zu segeln. Ich baue mal ganz kurz, hab auf der vorhin gesehen, eine Anlegestelle hier. So. Passt, hat Luft, perfekt. Jetzt können wir einen Warenaustausch hier vollziehen und vor allem auch eine kürzere Strecke zwischen Salamat und Mariam. Ah ja, übrigens, Insel. Ah, eben noch nicht, Mann. Komm, ein bisschen schneller, Kumpel. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. So. Ziegenmilch? Ja, geh wieder hoch, komm. Geh wieder hoch. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Freiwilliger Feuerwehrmann! Ist auch schön, dass ich immer gerade sehe, in welcher Stadt das ist. Bereit für den Schiff Einsatz. Unter Beschuss. Ich frage mich zwar gerade warum, aber okay. Also, Schiff unter Beschussen. Hä? So, kurz ablegen. Haben wir vorhin gesehen, da. Warte mal, einen Chiat. Hä, da ist er. Das ist ein Grauhalskron. Okay. Ich hoffe einfach, dass Chiat ihre Übersetzung ist, ihre landesintern, weil sonst aber nach ein Problem. Setz die Segel! Setz die Segel! Hisst die Massen! Die Masten! Die Massen, ja, die Massen auch. Oh Mann. Gut, wenn ich da unterwegs bin, hier in der alten Welt haben wir nichts mehr, weil ich müsste immer noch die drei Anteile haben. Jo, habe ich noch. Das gibt mir ein bisschen eine positive Bilanz. Sehr gut. Die Arktis. Wie sieht es eigentlich hier oben mittlerweile ein bisschen aus? Ihr müsstet ja jetzt ein
bisschen Ding auf Lager haben. Bisschen Gas, perfekt. So, ist sogar unterwegs. Jo, sogar noch besser. Dann kannst du nämlich auch mal ein bisschen Gas mitnehmen. Damit wir schon mal ein zweites Luftschiff bauen können. Je nachdem können wir sogar hier nochmal ein Gaskraftwerk bauen. Auch nur, damit wir halt noch mehr Luftschiffe hätten. Wobei andererseits kostet natürlich auch eine Menge. Muss man sich halt ein bisschen überlegen. Ah, wieder zurückgekauft. Ja, schön für ihn. Aber ja, Ziel ist jetzt echt mal eine Luftschiffflotte zu machen. Ich glaube 10 müssen wir den Anfang reichen. Also insgesamt halt 10. Ich habe natürlich jetzt schon 2, 3. Das heißt dann irgendwie so 5, 6 oder 7 insgesamt. Machst du mal was? Ach du Scheiße. Lasse den Judd frei. Möge sein segenreicher Flug unsere trockenen Himmel mit Schönheit erfüllen. Auf Kurs. Ja, war mal ganz kurz. Du hast mir hier ein paar Dinge zu viel. Schwingen, im feuchten Nass. Die Xa werden wieder leben. Konkurrenten sieht's denn eigentlich hier aus? Mach ich von allem auch noch so viel? Nee, eigentlich nicht. Dieser Mensch konnte die Waha wiederherstellen und ihre Kultur wahren. Also von einigen immer noch genug. Wahadesha und das Kaiserreich größer. Also man könnte hier einen noch ein bisschen ausbauen, Leute. Hm. Muss ich jetzt mal überlegen. Du hast hier auch noch ein paar Dinge im Lager, hm? Ja, wir sind einfach nicht los. Moment mal ganz kurz. Das muss mal ganz kurz sein. Route, das ist ja in der Arktis oben. Ah, ist sogar die hier. Ja, ganz kurz mal umbenennen. Arktis, keine Ahnung, nenne ich die 1. Ich habe eh nur eine Route, aber so sehe ich es halt ein bisschen schneller gerade. Nein, ich habe 2, stimmt. Ganz vergessen, ich habe 2. Da wird es darum gehen. Alter, ist das kompliziert. Auf alle Fälle, dritte ist ja da. Hm? Da geht es aber echt nur ums Einkaufen, gar nicht ums Entladen. Hä? Okay. Sind noch so eine große Nummer? Hm, interessant. Obwohl ich eigentlich schon zu viel dabei habe. Okay. Mit ihm kann man es ja machen. Ich nehme dann aber trotzdem mal noch ein bisschen davon mit, ein bisschen davon. Damit ich hier oben schon mal ein bisschen safe bin. Statik aber auch so wenige, im direkt hier, sondern alle mit. Route ist eingezeichnet. So, weiter unten, direkt mal hier hin. Volles Tempo. Kumpel, keine Ahnung, willst du schon mal ein bisschen was hier mitnehmen? Alter, es laggt gerade. Also, jetzt nicht das Spiel selbst, aber halt das Schiff leckern müssen. Maschinen laufen an. Ne, da haben wir echt genug. Schlachtkurs steht. Ja, das haben wir noch mitnehmen. Das hingegen sieht natürlich jetzt ein bisschen übel aus. Ihr Hafen wird angegriffen. Oh, ganz ehrlich. Groß Bock habe ich jetzt zwar nicht, aber hey, komm. Passiert, dass ich gerade hier bin, weil dann kann ich ihm noch einen Anteil wieder abzwacken. Alles schon längstens vorbei, Freunde, alter Schwede. Ist gerade ein bisschen schwierig hier unten zu unterbrechen. Ihre Insel wird angegriffen. Ja, der wird hier nicht mehr lange angreifen.
Schiff unter Beschuss. Frachtschiff steht bereit. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Neue Ziele? Jungs, könnt ihr ein bisschen schneller fahren? Ein rostiger Nagel im Auge meiner Feinde. Volltreffer. Das hat leider echt ein bisschen lange, bis die hier sind. Ups, so, ich bin gerade ins Mikro gekommen. Irgendwie parkieren die mal hier. Dann sind sie irgendwie ein bisschen näher. Generell, ja, sind halt einfach ein bisschen langsam. Gullisen hat leider keine Feuerkraft, leider. Tollkühner Tümmel wäre aber sonst eigentlich ein geiles Schiff. Wäre auch relativ flott und so. Muss sowieso mal gucken, ob wir da mehr von denen machen. Damit ich die sonst noch ein bisschen besser hervorheben könnte. So, das soweit aber dazu. Arktis, wie gesagt, das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Propeller drehen sich. Trotzdem die Dinger mal ganz kurz ausladen. So. Alles aus, beziehungsweise mitnehmen. Und dann hier. Hallo? So, ich glaube, dann hätten wir das. Jetzt kurz nach dem Besa. Wir sind hier wieder auf dem Speed und dann gehe ich doch mal hier ein bisschen rein. Und wir gucken uns mal, was hier so abgegangen ist, Freunde. Wir haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Das freut mich doch. Hey, hier sieht schön aus. Hier auch. Es grünt, Freunde. Es grünt. Da ist gerade ja, noch ein Luftschiff von uns, was unterwegs ist. Sehr gut. Ach ja, im Besa. Es wird schöner und schöner, gar kein Thema. Müssen wir ein bisschen auf die Zeit gucken. Das ist auch wahr. Oh Mann. Freunde, wie es weitergeht hier in Embesa und mit dem ganz unserer Luftschiffflotte, was noch geplant ist, etc. etc. Wir sind hier gerade ein bisschen wässern. Da muss natürlich auch sein. Ich muss mich auch gerade ein bisschen bewässern. Dann vieles mehr. Hoffentlich in der nächsten Folge. Und ja, mal gucken, wie lange es noch braucht, bis wir Wahadesha komplett zufriedengestellt haben. Für den Beitritt halt, war ins embesianische Imperium unter Kaiser Ketema. Ja, ja. Bis dahin. Ciao zusammen.